So Leute, ich begrüße euch wieder herzlichst zu einer neuen Folge von Let's Play WoW WoD mit dem Schurken im Nahgerand. Da sind wir ja zuletzt stehen geblieben. Yo. Ah, nö. Bleib sauber. Super krass. Okay, das geht ja super gut los. Nahgrandkirschen sammeln. Aber ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben. Da haben wir die Dungeon der immergrüne Flur gemacht. Florida, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie die Dungeon heißt. Aber auf jeden Fall waren wir da drin. Ne? War ganz ordentlich. Hatte, glaube ich, zweimal Loot abbekommen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, muss man dazu gesagt haben. Zeit ist Geld. Bleib gut drauf. Okay. Was haben wir hier? Oh, Schönen Tag auf. Warum das auch jetzt passiert, ich habe keine Ahnung. Hey, wie geht's euch? Beschafft gestohlene Waren und tötet Schafkralle. Okay. Let's do this. Ah ja, wir müssen ja hier immer noch Krallen sammeln. Ich bin ja abgebrochen. Oh, warte. Okay. Das Gute ist, wir haben eigentlich vergessen, die ganzen Krallen zu sammeln, weil wir ja dann zur Dungeon aufgerufen wurden und ich habe das dann komplett verpennt. Das heißt, wir können das, was wir schon angefangen haben, zu Ende bringen. Bietet sich einigermaßen gut an. Aber ja, das ist das, was jetzt ansteht. Wir haben... Wer gedacht hat, dass wir hier mit Quest schon ziemlich weit durch sind, der irrt sich. Also wir haben viele fertig gemacht, aber ist immer noch sehr viel zu erledigen. Leider. Alles klar. Also ich kann mich hier zum Glück unsichtbar machen. Ach so, ich kann auch... Ach, das Ding ist so awesome. Ich weiß nicht, wie awesome es ist. Muss mich mal umgucken. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, wohin mit mir. Ich glaube hier lang, ne? Bin ich hier richtig? Oh, scheiße. Die Antwort auf die Frage lautet nein. Also, ich suche ja die Anführer. Gestohlene Ware ist hier auch dabei, aber... Das ist ja eigentlich nicht das, was ich gesucht habe. Moment, ich glaube, ich weiß, wie wir das hinkriegen. So läuft das doch auf jeden Fall viel geschmeidiger. Ja, das läuft doch sehr, sehr viel besser. So, um ihn herum. So, um ihn herum. So, das ist doch perfekt. Okay, gehen wir hier wieder raus. Ich bin falsch. Ich suche ja eigentlich... Das sind die gestohlenen Waren, aber ich suche hier Schafkralle. Der Assi muss irgendwo hier sein. Entweder hat er sich nach oben ver... Ach, da bist du! Genau dich habe ich doch gerade eben gesucht. There you are. Okay, bevor er irgendwelche dummen Gedanken an sich bringt, töte ich ihn lieber. Für ein Goblin-Kind stellst du ziemlich viele Bedingungen. 60-40? Die Frage ist für wen? Für mich oder für dich? Aha. Das ist so eine Art Playboy-Kalender, alles klar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ob ich würgen soll oder ob ich einfach nur Mitleid mit dir haben sollte, Kind. Naja, immerhin bin ich ihn los. Also eine Nervensäge weniger in diesem Sinne. Ja, dann kann ich ja runterspringen. Der Fallschaden macht mir nichts. Hab schon Schlimmeres gehabt. Aber wir haben uns ja auch währenddessen für drei weitere Dungeons angemeldet. Ich hab vergessen. Grimgleis Depot war das. Dann haben wir obere Schwarzfeldspitze und Schattenmond-Grabstätte. Okay. Der Name ist mir jetzt wieder eingefallen. Bin gespannt. Also ich hoffe, es ist immer noch Grimgleis Depot. Darauf habe ich immer noch so viel Lust wie letztes Mal. Ist schon jetzt einer meiner Lieblings-Dungeons.
weil ich einfach davon begeistert war. Also wenn man das zum ersten Mal so im Trailer sieht, da bleibt schon einem die Spucke weg. Ja, stunnen, klauen, frag ich mich, oh nein. Nein, 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 nein. Gerade habe ich mich nur gefragt, warum bin ich nicht aufgeritten? Das hätte uns Mobilität gegeben. Mit meinem kleinen Tabaluga. Muss aber warten, bis erstmal die Wunde weg ist, sonst komme ich aus der Verstohlenheit nicht hin. Okay, mit meinem Tabaluga gehen wir jetzt los. Zum Glück kann er looten und dem Viech da bleiben. Also es ist schon mal ein positiver Aspekt mit dabei. Ach, und da ist der letzte, den ich befreien muss. Perfekt. Kommst mir gerade gelegen. Sehr, sehr schön. Okay. Tabaluga aufreiten. Was muss ich noch alles sammeln? Achso, ja, die gestohlenen Güter. Das habe ich komplett vergessen. Wie viel haben wir denn schon? 7. Fehlen nur noch 3. Was ist hier? Nagrandkirschen, genau. Das können wir gleich auch mit dazu machen. Brauche erstmal aber die Güter. Die Frage ist, wo verstecken die noch welche? Muss mich mal hier ein bisschen durchzwängen und durchschauen. Hier vielleicht? Sieht aber alles andere. Oh, doch, 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 doch. Ich hätte mich nicht so irren sollen, aber wir brauchen noch 2. 2 brauche ich noch. Und ich weiß, dass das hier irgendwie in eine Sackgasse führt, oder? Das führt doch zu nichts. Hm, was haben wir hier? Ich sollte mich trotzdem mal umschauen, man weiß es nicht. Ach, hier ist der Assi! In der Höhle ist das Ramob drin, ja, super. Den Assi habe ich letztes Mal gesucht. Da sind wir ja wirklich bis an die Spitze hochgegangen, nur um festzustellen, ja, der Assi ist irgendwo in einer Höhle und nicht ganz oben. Shit happens, ne? Sagt man immer, aber... Dass es ausgerechnet mir immer passieren muss. Weiß nicht, ob ich das so toll finden soll. Na gut, das war's auch schon für dich. Das wirst du nicht mehr sehr lange überleben. Aha! Ach, ihr könnt jetzt nicht die... Was, ich kann jetzt diesen Gegner... Okay, mir doch egal. Ein Schwert, einhändig. Sieht cool... Nein. Ich wollte schon gerade ein Kompliment geben, das sieht eigentlich cool aus, aber den habe ich noch schnell zurückgezogen, weil er, naja, sagen wir es mal so, Durchschnitt, ne? Hab schon bessere Schwerter gesehen, also bis jetzt mein Favoritenschwert ist und bleibt einfach nur, weil die Waffe ziemlich awesome aussieht, bleibt es Töter der Leblosen, die man von Gothic der Ernter bekommt. Das ist dieses, das ist so ein cooles Schwert, das man auf den Rücken tragen kann. Und ich bin wirklich großer Fan von Schwertern, die man auf den Rücken tragen kann. Oder sei es Äxte. Bei Äxten gibt es ja in der Eisgrund-Zitadelle noch einige. Oder welche, die da auch so fungieren. Also ich bin Fan davon. Also von Töter der Leblosen bin ich gut krasser Fan von. Ich mochte auch... diese Waffe von Turm Utgarde. Oder war es Burg Utgarde? Ja, ich glaube, nein, das war Turm Utgarde, wo man vom Endboss bekommen hat. Dieses Tankschwert. Rotes Schwert des Mutes oder so hieß das Ding. Das war, fand ich auch cool. Aber bin mehr so Fan von Waffen, die man auf den Rücken tragen kann. Weil es hat einfach... Keine Ahnung, ich bin so Fan von. Das hat so irgendwie so einen gewissen Stil, den ich gerne mag. Und... das ist so das, was mich, was ich so für mich interessiere. Oder halt die Axt. Die Axt aus Eisgrund-Zitadelle, diese Frostbeile da, die für Schurken oder für Krieger da sind, die kann man ja auch auf den Rücken tragen. Das hat schon auch so einen gewissen Awesome-Heights-Faktor. Aber um halt es kurz zu machen, das sind so die Dinge, die ich gerne mag. Also so welche Waffen, die man auf den Rücken tragen kann, sind immer meine Lieblingswaffen. Es war schon immer so, ich glaube, das wird sich auch nicht großartig verändern. Ich hoffe, es gibt hier auch welche. Denn die einzigen Dolche bis jetzt, die man auf den Rücken tragen kann, sind die von Sulaman und Sulgurub. Da diese Klingen da, die aussehen wie Schwerter, aber keine sind.
was ich ziemlich cool finde. Die, das sind sozusagen meine absoluten Lieblings-Transmog-Waffen. Weil das halt Dolche sind und die einzigen Dolche, die man aktuell auf den Rücken tragen kann. Also wenn ihr wüsstet, wie ich zur Kataklysmzeit so, wie oft ich in diese verdammte Dungeon reingegangen bin, um die zwei Klingen da zu holen, boah, ihr würdet ausrasten. Also es war schon mindestens mehr als 10 Mal. Der erste kam ziemlich schnell, nur beim zweiten hat es lange gedauert, weil ich brauchte halt die Schildhand. Die Haupthand habe ich bekommen und bis halt die Schildhand gedroppt ist, das hat Jahre gedauert. Also mir war dafür umso fröhlicher, als ich das endlich mal bekommen hatte.